Die Mistel ist eine Heilpflanze mit langer Tradition. Schon antike Mythen erzählen von ihren magischen Eigenschaften. Keltische Druiden suchten besonders nach der seltenen Eichenmistel, die sie als die alles Heilende verehrten. Die Mistel unterscheidet sich in vielen Charakteristika von den anderen Pflanzen. Sie hat kein Oben und kein Unten. Sie richtet sich nicht nach der Sonne und sie bildet keine Wurzeln. Sie hat ihren eigenen Mittelpunkt. Ihre Früchte bildet sie im Winter und nicht in der warmen Jahreszeit. Sie verhält sich also entgegengesetzt zum Verlauf der Jahreszeiten. Deshalb steht die Mistel in der keltischen Mythologie als Symbol für die Vereinigung von Gegensätzen. Von Sonne und Mond, von Hellem und Dunklem, für das Zusammenwirken polarer Kräfte. Von Misteln haben wir eigentlich als Kinder jetzt nicht viel mitbekommen. Von Misteln haben wir als Kinder nicht viel mitbekommen. Früher hat man sie sofort herausgeschnitten, denn sie galten als Schmarotzer, die den Baum kaputt machten. Sie mussten also immer möglichst schnell weg. Mein Vater musste mit der Landwirtschaft die Familie ernähren, als Zusatz. Die Natur musste also immer möglichst viel Ertrag einbringen. Und es war an einem oben, wo das Telefon kam. Eines Abends rief mich mein Vater an und erklärte, dass er die Diagnose Prostatakrebs erhalten habe. Für mich war Krebs damals einfach ein rotes Tuch. Und für mich war ganz klar, jetzt stirbt mein Vater. Und ich weiss, ich habe dann dort auch gebrüllt. Ich fing sofort an zu weinen. Und mein Vater sagte, deswegen musst du doch nicht weinen. Das kommt schon wieder gut. So etwas in die Richtung. Ich lasse mich jetzt erstmal operieren und dann schauen wir weiter. Ich glaube, mein Vater hatte schon sehr stark das Gefühl, dass er die Natur beeinflussen kann. Wenn dieser Wurm an einem Ort vorkommt, wo ich das nicht will, dann streue ich da etwas hin, damit er nicht wieder auftaucht. Meine Einstellung ist halt eher, dass alles zusammenfließt. Wenn dieser Wurm hier auftaucht, hat das seine Bedeutung. Dadurch gerieten wir auch oft aneinander. Es gab uns das Gefühl, wir würden uns überhaupt nicht verstehen. Und wir haben auch Wir hatten damals auch eher eine distanzierte, kalte Beziehung, äußerlich. Aber die Operation ist sehr gut verlaufen. Und die Operation verlief sehr gut und danach ging es darum, ob man bestrahlen soll oder was sonst noch für Möglichkeiten bestehen. Wir sind dann unter anderem auch auf dieses Mistelpräparat gestoßen. Mein Vater erwähnte es dem Arzt gegenüber. Er sagte ihm, er habe von einem Mistelpräparat gehört, dieses Iscador, und wollte wissen, ob man das auch ausprobieren könnte. Die Tumortherapie mit Mistelextrakten geht auf Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie, zurück. Steiner wies auf die heilende Wirkung der Giftsubstanzen der weißbeerigen Mistel hin und empfahl sie zur Behandlung von Krebs. Die Ärztin Ita Wegmann griff Steiners Anregungen auf und entwickelte zusammen mit dem Apotheker Adolf Hauser das erste Mistelpräparat Iscar. Um die Möglichkeiten der Mistel in der Krebsbehandlung weiter zu untersuchen, gründete Ita Wegmann 1935 den Verein für Krebsforschung. Die Erkenntnisse von Ita Wegmann und Rudolf Steiner bildeten schließlich die Grundlage für die Entwicklung des Heilmittels Iscador. Das älteste und am besten erforschte Mistelpräparat wird seit über 60 Jahren vom Institut Hiskia hergestellt. Hier wird auch intensiv an der Weiterentwicklung von Mistelextrakten gegen Krebs geforscht.
Die Wissenschaftler am Institut Hiskia konnten die polaren Eigenschaften der Mistel auch in den gegensätzlichen Wirkungsweisen ihrer Giftsubstanzen nachweisen. So spielt die Vereinigung von Gegensätzen bis in die Herstellung von Iskador eine wichtige Rolle. Zweimal im Jahr begeben sich Mitarbeiter des Instituts Hiskia auf die Mistelernte. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Denn mit den Jahreszeiten schwankt auch die Konzentration der heilenden Giftsubstanzen. Im Sommer ist der Gehalt an sogenannten Viskotoxinen am höchsten. Viskotoxine sind kleine Eiweißmoleküle und eng verwandt mit dem Gift der Kobraschlange. Sie kommen vor allem an der Peripherie der Mistel vor, in den jungen Stängeln, Blättern und Beeren. Die Viskotoxine können Krebszellen zerstören, indem sie die Zellwand auflösen. Im Winter ist die Konzentration an sogenannten Mistellektinen am höchsten, dem zweiten wichtigen Wirkstoff der Heilpflanze. Die Lektine kommen vor allem in den alten Stängeln und im Senker im Zentrum des Mistelbusches vor. Lektine hemmen das Wachstum der Krebszellen und führen die Zellverbände in eine Art Erstarrung. Lektine stimulieren auch das Immunsystem des Patienten und stärken so die körpereigenen Abwehrkräfte. Diese sogenannte Immunmodulation bewirkt auch einen leichten Temperaturanstieg. Dadurch wird der ganze Körper durchwärmt. Die ersten Monate war dann alles sehr vage. Ich erinnere mich, wie man auf jeden Blutwert gespannt war. Man wollte immer wissen, hast du diesen Wert schon? Wie sieht das jetzt aus? Ich glaube, ich habe sehr gehofft auf das Iskador. Ich hatte große Hoffnungen in dieses Iskador gesetzt, doch eine gewisse Angst blieb immer. Man wusste nicht, wo gibt es schon überall Ableger oder wo kann es wieder zu einem Ausbruch kommen. Weißt du eigentlich, woraus dieses Iskador gemacht wird? Aus den Blättern oder aus den Beeren? Ich vermute aus den Beeren. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Oder aus den Blättern. Die Blätter fallen ja ziemlich schnell ab. Für die Herstellung von Iskador werden Blätter und Stängel der Mistel und bei der Winterernte auch die reifen Beeren verwendet. Die Mistel enthält nicht nur Lektine und Viskotoxine, sondern noch viele andere Wirkstoffe. Entscheidend für die therapeutische Wirksamkeit von Iskador ist das besondere Herstellungsverfahren am Institut Hiskia. Nach dem Verlesen der Pflanzen werden die Beeren vermahlen. Eine Walze zerkleinert die übrigen Pflanzenteile. In einer wässrigen Lösung schließen spezielle Milchsäurebakterien die Pflanzenteile für die Extraktion auf.
Nach 3 Tagen wird die sogenannte Mistelmeische abgepresst. Eine speziell dafür konstruierte Maschine mischt Sommer- und Wintersaft in einem aufwendigen Verfahren zum eigentlichen Iscador-Heilmittelkonzentrat. Die Iscador-Präparate werden aus Misteln von Apfelbäumen, Eichen, Kiefern, Tannen und Ulmen gewonnen. Die Wahl des Wirtsbaums hängt von der Krebsart und der Konstitution des Patienten ab. Für die Anwendung in der Tumortherapie wird Iscador verdünnt und in Ampullen abgefüllt. Iscador muss bei jedem Patienten von einem Arzt individuell eingestellt werden. Nach dieser Einleitungsphase injizieren sich die Patienten das Medikament üblicherweise selber. Eine Iscador-Behandlung dauert in der Regel mindestens 5, manchmal aber auch 10 oder sogar 20 Jahre. Der beste Zeitpunkt für den Beginn der Iscador-Therapie ist schon vor der Operation. Wenn das nicht möglich ist, so bald wie möglich nach der Operation, weil wenn andere onkologische Therapien folgen, die Nebenwirkungen der geplanten onkologischen Therapien deutlich vermindert werden. Alles oberhalb ist drüsen, dann ist der Durchschnitt jetzt verkleinert, ist immer an einem anderen Ort. Wenn ich eine Patientin habe, die... Wenn eine Patientin mit einem Tumor in der Brust zu mir kommt und man weiß, dass es jetzt zu einer Chemotherapie oder auch zu einer Hormontherapie kommen wird, dann mache ich die Frauen darauf aufmerksam und sage, wenn sie das möchten und das ihrer Philosophie entspricht, würde ich ihnen anraten, dies mit einer Iscador-Therapie zu begleiten. Ich sei aber nicht der Ansprechpartner, sondern sie müssen das mit der Lukas-Klinik besprechen, weil die Ärzte dort darauf spezialisiert sind. Früher habe ich ganz stur auf die Schulmedizin gesetzt. Das ist auch eine Frage der Erfahrung. Ich begann mich dann langsam zu öffnen und fand, wieso kann man nicht auch mal etwas anderes versuchen? Ich habe ja einige Patienten zum Teil während der Chemotherapie gesehen und konnte 1:1 mitverfolgen, wie sie diese Iscador-Therapie, die parallel zur Chemotherapie verlief, positiv erlebten und so die Chemo auch besser vertrugen. Und wenn Sie die Chemotherapie sowieso durchführen und man Ihnen auf diese Art helfen kann, dass Sie das besser über die Runden bringen, ist mir alles recht. Das Institut Hiskia ist ja ein Teil des Vereins für Krebsforschung und wie der Name schon sagt, Krebsforschung. Also wir sehen unser Schwergewicht darin, dass wir die Wechselwirkung von Iscador mit der Krebserkrankung erforschen. Und diese Kritik, die uns da entgegenkommt, wir würden keine wissenschaftlichen Belege liefern, diese Kritik ist schon auch berechtigt. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Misteltherapie sehr alt ist und dass es in den Anfängen der Misteltherapie diese wissenschaftlichen Belege, die man heute fordert, noch gar nicht gab. Aber wir drücken uns da nicht an dem Punkt. Und wir müssen in den klinischen Studien, so wie sie heute gefordert werden, müssen wir zeigen, Iscador wirkt. Und da sind wir dabei. Oh ja. Jetzt geht die ganze Nacht, bin ich. So ist gut. Aber die gibt sich immer ein. Da. Mein Vater sagt klar, wenn er nicht daran geglaubt hätte, hätte er es nicht 10 Jahre lang durchgezogen. Und jedes Jahr, wenn wieder einer dieser positiven Berichte kam, hat uns das wieder mehr Sicherheit gegeben. Und heute glaube ich einfach, dass dies ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass es nirgendwo zu neuen Ablegern kam.
Diese neue Annäherung ergab sich auch dadurch, dass wir gelernt haben, miteinander zu leben und merken, jeder hat sein Wissen auf einem bestimmten Gebiet. Und wenn man dieses Wissen gut nutzt, kann etwas Positives daraus entstehen. Aber auch sein Blick auf die Mistel hat sich geändert. Und heute war ja lustig, als ich ihn darauf ansprach, da meinte er, eigentlich eigenartig, derjenige Baum, der noch Misteln trägt, ist der älteste Baum, den wir hier noch haben. Und wir hatten viel jüngere Bäume, die nie Misteln hatten, und die sind schon längst verschwunden.